Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Marielle, ich grüße dich, das ist dein Video und du möchtest wissen, was kommt Monat März auf dich zu und das schauen wir an bei dieser Legung. Die ersten Karten haben immer eine wichtigere Bedeutung. Oft beschreibt sogar die Monatsthemen. Die allererste Karte ist die Schlange. Und diesem Bild hat mehreren Bedeutungen. Erstens drückt es aus die Transformation, die Veränderungen und auch die Heilprozesse, die Erneuerungsprozesse. Neben diesem Schlange erscheint die Blumenstrauß und das hat mit deiner Weiblichkeit was zu tun. Du befindest dich gerade in dieser Wandlung. Deine Einstellung, deinen Gedanken, deinen Gefühlen, aber auch dein Aussehen ändert sich gerade. Und dieser Blumenstrauß bedeutet deine Schönheit, auch deine Kreativität und das wirst du jetzt leben. Wirst du auch Glück haben, zeigt die Sternenhimmel und ist auch der richtige Zeitpunkt dafür. Diese Schlange kann aber auch eine Frau bedeuten. Und diese Frau ist gutmütig, hilft dir oder kommt ein Geschenk, eine Einladung, eine Überraschung, weil das kann dieser Blumenstrauß auch bedeuten. Und die Sternenhimmel zeigt das Glück und oft auch, dass im Sternen geschrieben ist, diese Freundschaft, diese Begegnung ist kein Zufall und das Brief zeigt die Kontakte oder Verträge, Dokumente. Du erscheinst in die dritte Reihe des Bildes. Oberhalb die Karten zeigen deinen Gedanken, was dich gerade beschäftigt. Oberhalb von dir erscheinen die Fische. Und das ist die Geldkarte. Also dich beschäftigt zurzeit deine finanzielle Lage. Und dieser Reiter setzt es in Bewegung, da bewegt sich einiges. Wobei dieser Reiter kann auch eine männliche Person auch sein. Wichtig ist, dass du diese Schlüssel in Hand nimmst. Das beeinflusst nämlich deine Finanzen, weil die stehen in Verbindung. Und dieser Schlüssel bedeutet deine Selbstsicherheit, aber auch die Handlungsweise. Mit diesem Schlüssel kannst du eine Tür öffnen. Das ist Offenheit. Oder öffnen sich neue Türen, neue Chancen, neue Möglichkeiten und da bewegt sich etwas beruflich, weil neben diesem Schlüssel ist der Anker, das ist der Berufskarte, und dann natürlich hat ein Einfluss auf die Finanzen. Aber zurück noch zu diesem Schlüssel. Mit diesem Schlüssel kannst du eine Tür auch schließen. Das bedeutet Verschlossenheit, sprich nicht über deine finanzielle Situation. Oder achte auf die Kontakte. Für eine ist diese Tür offen, für andere ist diese Tür zu. Weil du kannst das auch schließen. Und du entscheidest. Und das entspricht gerade deinen Gedanken oder du sollst darüber Gedanken machen. Und das beeinflusst deinen Schicksalsweg. Weil neben diesem Anker erscheinen die Wege. Wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich. Oder du befindest dich in deinem Lebensweg gerade bei diesem Kreuzung, wo du überlegst, wie geht das jetzt weiter. In welche Richtung? Das hat mit deinem Beruf, Berufung was zu tun. Und triffst du Entscheidungen.
Und dann sehe ich diese Sense und das kann Kündigung bedeuten, das kann auch Trennung bedeuten. Aber du wirst damit Glück haben, weil du triffst diese Entscheidungen. Du orientierst dich neu und bringst das in Ordnung, deine Finanzen und deine beruflichen Situation. Neben den Fischen erscheint das Buch, das kann auch Buchhaltung sein. Dass du sollst vielleicht Buchhaltung führen und so kannst du die Finanzen in Ordnung bringen oder achte drauf. Dieses Buch bedeutet aber auch Bildung. Du kannst etwas lernen, das kostet vielleicht, oder dein Wissen vermitteln und dann bekommst du Geld dafür. Was dieses Buch noch bedeutet, das sind die Geheimnisse. Entweder jemand spricht nicht mit offenen Karten, das kann dieser Reiter sein, dieser Mann, oder du sollst schweigen, was deine Finanzen betrifft oder was du beruflich vorhast. Vor dir ist das Haus und der Berg. Natürlich kann das eine Berglandschaft sein und dort eine Immobilie, dann ist das schön und angenehm. Aber dieser Berg symbolisiert auch ein ganzes Berg von Problemen. Und das ist in deiner vertrauten Umgebung. Entweder handelt es sich um dein Zuhause oder um die Nachbarschaft, eventuell die Familie. Weil das Haus symbolisiert auch die Elternhaus und damit auch die ganze Verwandtschaft. Du willst aber das regeln, weil du wirst Gespräche führen, zeigen die Vögel. Und mit diesen Kontakten, mit diesen Gesprächen bringst etwas in Ordnung, wirst du auch Glück haben, zeigt dieser Glücksklee. Dieser Glücksklee, diese Karte bedeutet Monat April. Das wäre der ideale Zeitpunkt, das zum Klären. Und das Kind zeigt die Kinder oder ein Neuanfang oder Neuigkeiten. Also dieser Gespräch ist für dich wichtig. Dadurch ändert sich etwas, zeigen die Störchen. Die Störchen bringen die Veränderungen, oft Umzug. Und mit dieser Kombination Störche und Kind kann auch Geburt sein, dass in die Familie wird ein Kind geboren zum Beispiel. Und so klärt sich etwas auf. Die erste Karte ist hier in diesem Reihen der Wolke. Das ist noch etwas bewölkt und durchschaubar. Das hat mit deinem Zuhause was zu tun, das hat mit Familie was zu tun, was steht mit diesem Haus in Verbindung. Aber nicht nur das trifft diese Wolke, sondern Querverbindung hat auch mit Herz was zu tun, also mit Liebesbeziehung. Da ist auch etwas noch undeutlich und unklar. Aber zum Glück sind die Mäuse da und die Mäuse entfernen das und die Lilien sorgt dafür, dass hier etwas geklärt ist. Dein Herzensmann steht in die zweite Reihe des Bildes. Die Liebe ist für ihn wichtig. Das gibt ihm Kraft und Stärke, so wie dieser Bär das darstellt. Er hat schöne Gedanken, das ist der Sternenhimmel, die Blumenstrauß, die Nachricht. Also er plant etwas. Das ist schön, kann auch die Liebe sein, eine Überraschung oder ein Geschenk oder die Kreativität. Was bei ihm verloren geht, es ist diese Schlange. Und das bedeutet eine Frau. Diese Karte kann auch mehreren Frauen bedeuten, weil du erlebst das anderes als er. Bei ihm zeigt sich das in Vergangenheit, ein Ex-Frau. Und dieser Kontakt, diese Verbindung geht verloren, weil die Mäuse entfernen das. Kann sein, dass diese Frau beobachtet euch und versucht, diese Liebe zerstören oder Einfluss nehmen auf ihn. Aber ihm interessiert das eigentlich gar nicht, weil er schaut da weg. Ihm beschäftigt das nicht. Und dieser Einfluss geht verloren, weil die Mäuse fressen das weg. So wie wir im Kartenlegen das nennen. Und dann ist das nicht mehr da. Diese Frau ist dann für ihn nicht mehr da. Auch wenn sie versucht, noch was bewirken, wirkt nicht. Unten links ist der Turm.
und das symbolisiert Ämten oder eine rechtliche Lage. Oberhalb von diesem Turm ist noch die Wolke. Da ist etwas undurchschaubar, unklar. Liegt auch die Fuchs dabei, da läuft etwas falsch oder sind dort falsche Personen oder sind es Lügen oder Intrigen, wie auch immer. Die Lilien bereinigt das. Und mit dieser Veränderung kannst du rechnen, zeigen die Störchen und das Kind die Unschuld oder ein Neuanfang. Das hat schon einen Einfluss auf dein Schicksal, zeigt dieses Kreuz. Oder werden schicksalhafte Entscheidungen da sein? Liegt die Peitsche auch dabei, das tut noch weh, aber das geht zum Ende, zeigt diese Sarg. Wobei die Sarg kann auch eine erbschaftliche Situation auch sein und dort noch Streitigkeiten oder eine rechtliche Lage. Aber das dreht sich gerade. Was unterhalb von dir liegt, das ist die Zukunft, das nimmst du nicht bewusst wahr, aber das sind schöne Ereignisse. Dieser Ring bedeutet Kontakte, Verbindungen, Verträge oder dass jemand wiederkehrt sich in dein Leben und es kommt von Ausland. Eine weite Reise zeigt dieses Schiff. Wobei das kann auch eine Seelenreise auch sein, karmischen Verbindungen. Dieses Schiff bedeutet noch die Hoffnung und es kommt bis Sommermonaten, eventuell bis September wird es dauern. Diese Sonne und dieser Baum ist nicht nur diese Zeitkarte Sommer und Anfang Herbst, sondern bedeutet noch etwas. Und das ist diese Seelenreise. Du suchst deinen Platz im Leben. So wie dieser Baum zeigt, wo du das Gefühl hast, ja, hier bin ich angekommen, verwurzelt und es bleibt stabil und es gibt dir auch Halt, trägt auch Früchte. Und das ist diese Heilung. Dieser Baum bedeutet auch Gesundheitszustand oder Heilung oder Gesundheitsthemen. Das kann jetzt natürlich mit dieser Corona-Krise auch was zu tun haben, dass die Hoffnung da ist, dass bis Sommer, Anfang Herbst hier die Bewegung da sein wird und haben wir wieder diese Freiheit zum Reisen und kommt die Heilung. Was dich persönlich betrifft, du befindest dich diese Seelenreise, die Hoffnung ist da, dass einiges klärt sich auf, du findest deinen Platz im Leben, hast du die richtige Verbindungen, hast du eine schöne Zukunft. Das wird Monat März vielleicht noch nicht alles sichtbar und greifbar sein, aber du wirst das auch spüren, da ändert sich etwas, da bewegt sich einiges und wichtig ist dein Blick, du bist in den richtigen Weg. Und die Ergebnis kommt dann später. Und jetzt schauen wir die einzelnen Wochen an. Erste Woche, Monat März. Die Ereignisse liegen oben in die erste Reihe. Du befindest dich in einer Wandlung. Ändert sich etwas in dein Äußeren oder in deiner Umgebung. Damit wirst du auch Glück haben. Ein Vertrag, eine Nachricht bringt dir auch Glück. Kannst du mit einer Überraschung rechnen oder mit einem Geschenk? Es steht alles gut in die Sternen, weil die Sternenhimmel bringen dir auch Glück. Du befindest dich in diesem Weg, in dieser Kreuzung und orientierst du dich neu, besonders beruflich. Es gibt Chancen, Möglichkeiten, da etwas zu bewegen. Und sei auch selbst sicher, nimm die Zügel in Hand. Du bist im richtigen Weg, aber du sollst etwas abschließen. Oder kann diese Sense, diese Trennung auch beruflichen Veränderungen auch anzeigen. Aber mit dieser Veränderung geht alles voran, wirst du damit Glück haben. Zweite Woche, Monat März. Da ist die männliche Hauptperson, steht da, schaut in deine Richtung mit voller Liebe und es gibt ihm Kraft. Es gibt dir auch Kraft. Er muss aber etwas abschließen in die Vergangenheit.
zum Glück zeigt schon Rücken und blickt in deine Richtung und entsteht auch die Treue und auch diese seelische Verbindung zwischen euch beiden. Was dich beschäftigt oder wichtig in diesem Zeitpunkt ist, die Finanzen in Ordnung zu bringen, die Buchhaltung, dann im Freundeskreis, Bekanntenkreis nachschauen, wer hilft dir, wer steht hinter dir und wer hindert dich dabei, dass du Glück hast oder Erfolg hast. Du wirst das bisschen sortieren und handel intuitiv. Das Buch bedeutet auch dein Wissen. Du kannst dieses Wissen vermitteln, kann aber auch eine Schulung sein, eine Fortbildung. Dritte Woche, Monat März, ist etwas noch unklar, aber da ändert sich was. Das wird alles geklärt. Hier ist auch ein Neuanfang oder Neuigkeiten. Damit wirst du auch Glück haben und führst du auch wichtigen Gesprächen. Wo du noch Themen hast, das ist dein Zuhause, deine Umgebung, das kann auch die Nachbarschaft sein oder die Familie. Bisschen Geduld, aber ab April sind auch vernünftige Gespräche, kommt auch Veränderung. Die Störche können eine Geburt sein von einem Kind oder ein Umzug für dich bedeuten. Letzte Woche, Monat März, da sind noch Einschränkungen da oder eine rechtliche Lage. Oder Themen mit Ämtern, das tut weh, das ist ungerecht, das läuft nicht voran. Aber bleib im Vertrauen, das geht jetzt zum Ende. Und dein Schicksal wird dafür sorgen, dass du die richtigen Verbindungen hast, dass du auch Verträge hast, kannst auch reisen. Oder dieses Schiff bedeutet auch deine Träume, Wünsche, Sehnsüchte, das geht zum Erfüllung. Es ist noch vielleicht nicht diese Zeit, wo du alles erreichen kannst, aber du bist im richtigen Weg und der Erfolg wird kommen. Stehst auch in Öffentlichkeit, hast du ganz tolle Verbindungen, hast ein schönes Zuhause, die Finanzen stabilisieren sich und in die liebe Partnerschaft kommt auch die Stabilität, so wie du das wünschst. Dein Traum wird wahr. Aber das kann bis August, September dauern. In diesem Zeitpunkt kannst du aber behaupten, ja, jetzt bin ich angekommen. Auch beruflich, auch wohnlich, auch in die liebe Partnerschaft. Liebe Marielle, so könnte ich Monat März beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.